Hallo, liebe Freunde des gepflegten Taktik- und Strategiespielspaßes und willkommen zurück zu Panzer Corps 2 im 46er DLC. Mal gucken, wie es weitergeht. Wir sind auf dem Rückzug, unternehmen Lumpenjagd am 22. September 46. Herr General, ich glaube nicht, dass wir warten können, bis die Invasionstruppen einen neuen Oberbefehlshaber haben. Unsere Armeen waren gezwungen, sich durch die Great Plains zurückzuziehen, um nicht eingekesselt zu werden. Aber wenn wir auch noch unsere letzte Stellung auf dieser Seite der Rocky Mountains verlieren, werden wir es womöglich nie wieder schaffen, dieses Gebirge zu überqueren. Es gibt allerdings noch eine Chance, das Blatt zu wenden. Wir wissen endlich, wie es der Feind schaffen konnte, uns einen solchen schweren Schlag zu versetzen. Laut unserem Agenten Eisvogel fungiert General Pattons dritte US-Armee als Speerspitze der Offensive. Die Armee muss irgendwann nach Beginn unserer Invasion zurück in die Vereinigten Staaten verschifft worden sein und hat dann auf den richtigen Moment gewartet, um zum Gegenschlag auszuholen. Wir wissen nun nicht nur, mit wem wir es zu tun haben, sondern haben auch Informationen darüber, was der Feind vorhat. Kommandant Otto Scorsini hat bereits einen Plan ausgearbeitet. Primäres Ziel: eliminieren Sie General Pattons Hauptquartiereinheit. Aha. Elite vernichten Sie die Vorhut der dritten US-Armee. Ja, müssen wir ja so oder so, wenn wir da hinten ran wollen. Die Amerikaner rücken vor, um Denver aus drei Richtungen einzukesseln. Wo ist Denver? Colorado Springs. Black Forest, okay. Weiter nördlich von Denver werden unsere Stellungen rund um die Stadt Fort Collins überrannt. Und hier im Süden wird demnächst Colorado Springs angegriffen, und zwar mit voller Wucht. Aber dadurch erhalten wir die Gelegenheit, an der Spitze der amerikanischen Gegenoffensive zuzuschlagen, so wie es die Amerikaner bei Kansas City mit uns gemacht haben. Hinter dem Hauptkontingent der amerikanischen Truppen wurde das Hauptquartier von General Patton identifiziert. Leider mangelt es uns an Schlagkraft, um die Position direkt anzugreifen. Aber wenn wir einfach abwarten, bis das in Richtung Colorado Springs vorstoßende Hauptkontingent der amerikanischen Truppen hier am Black Forest vorbeizieht, gelingt es vielleicht, einen kleinen Verband hinter die feindlichen Linien zu gelangen und einen Überraschungsangriff gegen die amerikanischen General durchzuführen. Ich weiß, es ist ein Wagnis, aber gleichzeitig ist es auch die beste Chance, die wir haben, um die amerikanische Gegenoffensive ins Chaos zu stürzen. Falls wir irgendwelche Spezialwaffen haben, die wir für eine Notsituation zurückgehalten haben, ist es jetzt der richtige Zeitpunkt, um sie zum Einsatz zu bringen. Auf zum Sieg für unseren gefallenen Reichsmarschall. Ja, wir haben ja noch zwei Atombomben, glaube ich. Wir haben hier nur ein eingeschränktes... Oh Gott, nur 90 Kernarmeefelder. Okay. Und wir haben einen Blitzangriff, Kollegen. Die Einheit ist gegen alle Arten von Unterstützungsfeuer immun. Alles klar. Dann schauen wir mal, wie wir uns hier aufstellen. Hier ist auch in der Mitte noch ein deutscher Bunker. Das ist interessant. Das sind Einheiten, die nicht von uns gesteuert werden. Vorhut, 15 Einheiten. Wo können wir uns denn überhaupt aufstellen? Achso, wir müssen erstmal... Okay, Einheiten reduzieren. Wir haben 16.000 Punkte. Wo sind unsere Reserven? Hier. Wir nehmen... Tja, Artillerie auf jeden Fall. Luftabwehr. Warte mal, da hatten wir doch. Wo sind die große? Wo sind die große? Hier. Na, wir bleiben mal bei dem. Wir müssen jetzt eh gucken, dass wir hier. Schon erstmal auf. Haben wir hier einen Flugplatz in der Nähe? Sieht nicht so aus. Doch, hier. Ist das ein Flugplatz? Könnte einer sein. Okay, dann machen wir erstmal Tabula Rasa. Ziehen erstmal die Flugzeuge in die Reserve.
Hat er Flug. Ach, guck mal, hier sind. Ach, guck mal. Wir sind ja doch recht weit vorne aufgestellt. Aber ich glaube, das werden wir nicht halten. Gut, dann ziehen wir die Flugabwehr in die Reserve. Damit wir erstmal unter diese. Alter, 12. Das kostet 6000. Alter, 6000 Punkte. So, dann müssen wir mal gucken, wo wir uns hier aufstellen dürfen. Tatsächlich nur im Black Forest. Okay. Ich. Hol mal jetzt zum Testen wieder Flugzeuge dazu. Ob ich die irgendwo. Nö. Nein, wir. Aber er scheint, der Amerikaner scheint auch nicht mit Flugzeugen hier zu kämpfen. Okay. Ich bin mir halt nicht sicher, ob er nicht irgendwelche Feldflugplätze hat. Deswegen nehmen wir definitiv die hier mit. Wobei wir. Die hier lassen wir mal weg. Wir können die zur Not auch als Pax benutzen. So, Panzer. Jetzt müssen wir mal schauen. Das Ding ist schon viel zu groß. Das können wir schon mal nicht mehr mitnehmen. Ja, vielleicht war es auch gar nicht so gut, das dann aufzufrischen. Das Interessante ist, dass die Ratte ja weiches Unterstützungsfeuer liefert und auch den Bonus gegen Panzer hat. Das Meerschwein hat das nämlich tatsächlich nicht. Wir können aber beide nicht mitnehmen. Dafür müssten wir. Ach Gott, die haben alle schon reduzierte Einheitenfelder hier, außer er. Oh Gott, oh Gott. Ich hätte gerne eigentlich noch eine weitere Artillerie dabei. Wie viele Punkte braucht denn die Ratte? Die braucht 10. Dann lasst uns mal. Einen Scout zu Hause lassen. Ich glaube, 2 reichen. Wenn wir hier eh nur so kompakt aufgestellt sind. Haben wir noch irgendwas, was wir für einen Punkt mitnehmen können? Nee, ne? Sind das die besten Grenadiere, die wir haben? Oder Pioniere, besser gesagt. Unauffällig. Schwer zu treffen. Ja, komm, wir nehmen die mit. Die Frage ist, ob hier mit Panzern überhaupt so gut zu arbeiten ist oder ob wir nicht tatsächlich statt den Panzern. Noch eine Grenadiereinheit mitnehmen. Na, hier auf der Freifläche wird es natürlich dann wieder scheiße, aber hier im Wald. Scheiße, wir haben noch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir können gar nicht so viele Einheiten mitnehmen. Wir müssen auf eine. Ach, shit. Wir müssen auf eine Flak verzichten. Schnelle Einsatzbereitschaft ist jetzt, glaube ich, nicht so relevant. Tja. Mehr können wir tatsächlich nicht mitnehmen. Dann würde ich sagen, haben wir noch irgendwo einen General, den wir draufsetzen können? Ah, hier auf die Arti. Oder auf die Flak.
Flusskämpfer aus Fehlern lernen, tödlicher Angriff. Die Hälfte des durch die Einheit verursachten Unterdrückungsschaden wird in Verluste umgewandelt. Ja, das ist. Ich frage mich gerade, ob das bei Flugzeugen relevant ist. Oder gegen Flugzeuge. Wir packen das mal damit drauf. Theoretischerweise kann noch ein Held drauf. Unnachgiebig. Die Einheit kann durch feindlichen Schuss keine Unterdrückungsschaden erleiden. Aus Fehlern lernen. Das ist nur relevant für Einheiten, die. Ja, warte mal. Achso, nee, passt schon. Unnachgiebig. Kein Unterdrückungsschaden. Ja, gut, aber. Für die Artillerie könnte das noch interessant sein. Machen wir hier mal so. Und dann. Ja, Fehler lernen bringt nichts. So, dann anfangen. Ja, wir haben 5 Punkte offen, aber ich habe keine Felder mehr, um noch irgendwas aufs Schlachtfeld zu holen. Tja. Gott, hier kommt man ja überhaupt nicht raus. Oh, weia. Das dauert Ewigkeiten. Jetzt habe ich auch verstanden, warum man. Ja, okay. Jetzt müssen wir quasi erstmal zuschauen, wie jetzt unsere Vorhut hier aufgeraucht wird. Das dauert doch schon wieder ewig. Aber er scheint auch keine Flugzeuge zu haben. Auf die hätte man, also auf die Flaks hätte man verzichten können. Gottes Willen, ey. Ja, na, wir könnten natürlich jetzt wirklich warten, bis er hier reingepusht ist, aber ich weiß ehrlicherweise nicht, ob das so gut funktioniert, wie man sich das vorstellt. Weia, oh weia, das dauert Jahrhunderte, bis wir hier raus sind. Ah, da kommt er ja schon. Ei Gott, ja, ist schon fast da. Ich führe mal eine Artie mit nach oben, der andere Panzer noch nach unten. Ja, er wird jetzt hier überrennen. Machen die mal zur Pack. Kann ich jetzt nicht mehr. Okay, muss man eine Runde warten. Alter, ist der schnell. Alter! Was ist denn hier los? Okay, das war jetzt schnell.
Okay. Warum ist die Hellkit so immun gegen? Ach, weil das eine Pack und kein Panzer ist. Und der Scout, eieiei, der ist ja direkt down gegangen hier. Okay. Ja, die Hecke da als Pack ist natürlich ein Problem. So, er hier oben. Der Wald ist ja richtig scheiße. Moment mal. Moment mal, wir haben ja schon Einheiten verloren. What the fuck? Moment. Das geht mir jetzt gerade eine Nummer zu schnell hier. Was ist denn hier los? Okay, also nochmal. Das Ding war gerade noch bei 40. Was ist jetzt hier passiert? Okay, er pusht da oben durch. Ja, alles klar. Alter, eine Minus. Ja, und die ergeben sich. Okay, alles klar. Alles klar, die ergeben sich. Ist klar. Die ergeben sich. Instant ergeben die sich. Moment mal. Das ist die falsche Runde. Och, Mann. Hier. Warte mal. Das ist ja super scheiße, ey. So. Ja, die können sich halt nochmal wegbewegen, nur dann steht halt alles auf offener Fläche hier. Das ist ja richtig kacke. Verdammte Axt. Ich glaube, das können wir direkt nochmal von vorne spielen, oder? Das ist ja super kacke. Ich weiß jetzt gar nicht so richtig, was ich hier machen soll. Ich kann den Panzer da hinstellen, aber der steht ja dann im Wald drinne. Das wird nicht groß helfen, würde ich mal behaupten. Ja, jetzt kommen die. Ja, okay. Dann starten wir halt hier nochmal. Eieiei, was für ein Scheiß. Ja, die ergeben sich, weil sie sich nicht zurückbewegen können. Das ist das Hauptproblem. Okay, die Hellcat ist also keine gute Idee, wenn wir die angreifen. So. Wir sollten also den Fokus auf den Panzer legen.
Warte mal, können wir... so, die Pack geht hoch. Der Panzer geht dahin. Warum komme ich? Was ist denn das? Nee, ich krieg den nicht raus. So, hier oben. Wir hätten deutlich mehr Infanterie mitnehmen sollen. So, dann versuchen wir es jetzt mal mit der Variante, ohne dass der jetzt nochmal eingreift. Wir hätten den erst... Ja, egal. Jo, genau. Alter Falter. Okay. Erstmal weg. Gut, dass der Scout sich nicht nochmal bewegen kann. So, die ergeben sich. Hätte der jetzt auch auf den schießen können? Ja. Die Panzer sind völlig nutzlos. Kommt der wieder zurück? Ja. So, das Problem ist aber, dass die den Panzer jetzt zunichte machen. Jetzt kann ich halt hier zurückgehen. Das wäre eine Option. Aber er wird uns hier gleich flankieren. Das ist richtig scheiße. Wir hätten den Pack vielleicht noch mit oben lassen sollen. Weil wir hier auch keine Hilfe erwarten können. Ich befürchte, das wird das erste Mal sein, dass wir eine Mission neu starten müssen.
Er fährt einfach im Süden vorbei, ne? Oh nein! Na, er flankiert uns volle Kanone jetzt hier. So. Krieg den Panzer nicht an die Art hier ran. Tja, was machen wir denn jetzt? Das hier oben ist völlig nutzloser Scheiß. Los. Okay. Aber das ist ja. Ich fühle mich wirklich das erste Mal in einer Mission totally useless. So. Ist das hier eigentlich unwegsam? Ach, ja. Sobald man den angreift. Scheißen Dreck. Tja, was machen wir jetzt? Den Push von vorne aufhalten oder den Push von der Flanke aufhalten? Okay, das war schon mal effektiv. Trotzdem ist der natürlich jetzt hier ein Problem für uns.
Und ich weiß nicht, was jetzt passiert hier mit. Also, ob er. Also, er scheint ja hier im Süden schon durchgefahren zu sein. Aber ich weiß nicht, ob er jetzt hier. Oh Gott, oh Gott. Ja, wird lustig. Das ist mir alles egal. Das ist eigentlich E25, nice. Die nächste Infanterie. Hätte den zurückziehen sollen. Ah ja, okay. Aua! Okay, das war eine Runde fürs Klo. Absolute Katastrophe. Absolute Katastrophe. So, dann. Moment mal. Warum? Ja, ich wollte schon sagen. Okay, dann fahren wir jetzt nicht den Push nach Süden. Hier machen wir das ein bisschen anders. Ein bisschen subtiler. So. Naja, dann. Ja. Gucken wir uns den ganzen Scheiß nochmal an. Ja, ist doch gut. Ich will mir hier. Mal gucken, was hier unten passiert. Da kommt der Super Pershing. Aber wo ist denn jetzt der Patton? Au! War das Wald? Nee, das war offen. Das Netz schon wieder bedeckt. Okay. Na, warte mal, ich will mal. Was ist denn, wenn ich ihn an. Wenn ich ihn angreife. Och, minus 5. Weil der auf offenem Gelände steht, okay. Das war Patton. Hätte ich mal richtig hingeguckt. Unternehmen Lumpenjagd. Eieiei. Also das war.
Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir das irgendwie schaffen. Das war eine richtig beschissene Aufstellung, aber Gott sei Dank. In diesem alternativen Kriegsverlauf erwies sich ein verzweifelter Versuch deutscher Kommandotruppen, die amerikanische Gegenoffensive unter dem Decknamen Operation Liberty zum Stillstand zu bringen, als fulminanter Erfolg. Die gezielte Tötung von General George S. Patton und die Zerstörung seines Hauptquartiers schürzte die geschockte und nun führungslose dritte US-Armee ins Chaos. Kennen wir irgendwoher. Dank dieser chaotischen Situation gewannen die Truppen der Achsenmächte genügend Zeit, um sich neu zu formieren und Denver erfolgreich zu verteidigen. Da es den Amerikanern nicht gelang, die deutschen und japanischen Truppen auf die andere Seite der Rocky Mountains zurückzudrängen und ihnen eine starke Führungspersönlichkeit fehlte, um wieder die Initiative an sich zu reißen, zogen sie sich kleinlaut aus den Great Plains zurück. Zwar hatten die Achsenmächte zweifellos Erfolg, doch Operation Liberty zeigte ihnen, dass die Vereinigten Staaten noch lange nicht besiegt waren und die Amerikaner den Invasionstruppen noch einiges entgegenzusetzen hatten. Ja, das haben wir hier auf jeden Fall sehr gut gesehen und da kommen noch einige Missionen. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, dass der Patton jetzt hier so aktiv ins Geschehen eingreift. Ja, hätte ich mal drauf geachtet, hätte ich es bestimmt gesehen. Sei es drum. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video einen Daumen nach oben da. Beim nächsten Mal geht es dann direkt schon in die nächste Mission. Ich bin sehr gespannt. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer. Namentlich genannt Game One, Fan Kulle, Gorwin, Kirtano, Karbein, Heimdall, Rico, Tomboy, Roblitz, Jan, Vergehen, Bacon und Schnitzel. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao. Euer Oher.